was vor circa 100 Jahren mit der Produktion von Einzelmaschinen für Handwerker anfing, hat sich seit den 70er Jahren rasant zu einem internationalen Unternehmen entwickelt mit Hauptsitz in Schwarzach. Nun spezialisiert sich die Firma Ima Schelling auf die Herstellung von großen Anlagen zur Aufteilung von plattenförmigen Werkstoffen. Ima Schelling ist eine internationale Unternehmensgruppe, die aus 1600 Mitarbeitern besteht derzeit, die an 14 Standorten international tätig ist. Und die Ima Schelling Gruppe ist spezialisiert auf Maschinen- und Anlagenbau in den Bereichen Holzbearbeitungsindustrie, Möbelindustrie, aber hat auch klassische andere Business Units, wo fokussiert werden, wie zum Beispiel die Aluminiumindustrie, aber auch Kunststoffindustrie. Bei dem weltweiten Vertrieb von Präzisionsanlagen ist die Ausbildung von Fachkräften ein entscheidender Erfolgsfaktor. Also die Ausbildung an sich, im Speziellen die Lehre, hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Und wir sind 100% überzeugt, dass die Lehre uns den Unternehmenserfolg, aber auch die Stabilität im Unternehmen sichert. Die Ausbildung der Lehrlinge liegt in der Verantwortung eines Mannes, der seine Aufgabe mit Leidenschaft lebt. Die Jungen kommen heute Technik interessiert. Sie können sich aber noch nichts Spezielles darunter vorstellen. Sie kennen nur den Begriff Technik. Und unsere Aufgabe als Ausbilder ist das nachher, zu erkennen, was interessiert sie an der Technik, wo kann man sie einbinden in die Technik und wie können wir sie dort weiterbringen. Es ist egal, ob sie bei uns hier in der Lehrwerkstatt sind, wo sie eine Grundausbildung machen. Es ist egal, ob sie nachher beim rotativen System außerhalb der einzelnen Bereiche sind oder mit dem Monteur auf Montage gehen. Da werden sie immer von einem direkten Ansprechpartner betreut und kriegen immer einen Halt. Mir gefällt am meisten an der Firma, dass sie eher so wie eine Familie sind, dass man da grüßt und so. Und dass alle voll lieb miteinander sind und ja, alle sind da sympathisch und es gibt da sehr selten Streit. Bei Ima Schelling werden die verschiedensten Lehrberufe angeboten. Eine gefragte Ausbildung ist die des Maschinenbautechnikers. Maschinenbautechniker, das ist der Lehrberuf, wo sehr umfangreich ist, wo Teile produzieren muss, das heißt, da tut sie drehen, fräsen, bohren, schleifen, was notwendig ist, aber nachher auch diese Produkte zusammenbaut, was aus einem Einzelteil eine Baugruppe bildet, aus der Baugruppe aus dann nachher eine Maschine bildet, die dann in Betrieb nimmt mit der Pneumatik, Hydraulik, genauso wie bestimmte Komponenten, Sensorik, Hinstellen und alles. Also der ist so breit gefächert heutzutage, angefangen, da ist jeden Tag irgendwas Neues dabei. Also ich wollte schon immer mal was mit Maschinenbau machen. Und da ist der Schelling einfach für mich die richtige Firma, weil das Produkt interessant und vielfältig ist. Mit diversen Standorten und Niederlassungen sowie internationalen Kunden rund um den Globus bietet Ima Schelling Gelegenheiten, sich sogar weltweit zu entfalten. Zum Schelling hat man das Produkt, also die Sägeanlagen, die wir bauen, hat man am meisten zugesprochen und die Möglichkeit, dass man fast auf der ganzen Welt auf Montage gehen kann. In Italien bin ich schon gewesen, in Israel und in Amerika und in Deutschland. Die Solidarität bei Ima Schelling schweißt die Mitarbeiter zusammen und spiegelt sich folgedessen im Endprodukt wider. Unter den Lehrlingen versteht man sich sehr gut und mit der Ausbildung hat man auch nie ein Problem. Das ist noch immer freundlich und respektvoll miteinander. Es ist ein freundliches Betriebsklima, das passt super. Gute Ausbildung bei Ima Schelling!